So, hallo und herzlich willkommen im Vorgarten bei jetzt wieder schönem Wetter. Die Sonne ist sogar noch mal rausgekommen. Das heißt, ich kann hier hocken, ohne nass zu werden. Das ist schön, weil dadurch kann ich euch jetzt noch ein bisschen was zu meinem kleinen Buchclub erzählen. Also Bens kleinem Lesezirkel oder sowas. Ich habe hier nämlich Bücher im Outdoor-Bereich. Hier einmal Kochen ultraleicht von Stefan Kuhn. Aus der Outdoor, kleine gelbe Outdoor-Bücher-Reihe vom Konrad Stein Verlag. Die machen schon kleine gelbe Outdoor-Bücher seit was weiß ich wie lange. Das ist Nummer 424. Man kann sich also ungefähr denken, wie viele es davon gibt. Die sind tatsächlich durchnummeriert, soweit ich weiß. Und man kann in vielen Outdoor-begeisterten Haushalten ein langes Regal mit solchen gelben Buchrücken entsprechend finden, wo sinnvollerweise auch immer die Nummer und der entsprechende Titel hier nochmal draufsteht, damit man dann auch grob weiß, welches der identischen kleinen gelben Büchlein, die variieren noch etwas in der Dicke, man gerade da aus seinem gelben Buchregal rausgreift. Ich bin ein großer Fan dieser gelben Büchlein, sowohl das Basiswissen für draußen, also die Basics, hier, da steht's, als auch die Tourenbüchlein, da steht dann Outdoor, der Weg ist das Ziel drauf. Da habe ich auch schon einige von gelesen und die waren immer hilfreich. Manchmal mit so ein paar kleinen, ja, das sehe ich jetzt aber anders, Momenten, aber hilfreich waren sie immer. Ja, das muss man wirklich der Fairness halber sagen. Bin ich eigentlich ein großer Fan von den Dingern. So, dann haben wir Survival, Überleben in der Natur von Arthur Sennefelder. Leider für mich ein Griff ins Klo, das kann ich gleich schon mal von vorne weg sagen. Fand ich nicht gut. Ich wollte mal wieder einfach mal ein Survival-Buch gelesen haben. Es gibt einen Haufen miese Survival-Bücher auf der Welt. Es gibt einige, die gehen so. Wahrscheinlich ist das eher ein Fall von geht so und nicht so sehr jetzt für jeden ein Griff ins Klo, für mich persönlich, aber ja, da müsste man dringend mal spülen. Dazu später mehr. Aber objektiv betrachtet, es sind schon ein paar Sachen, also wenn du so gar keine Ahnung hast, so gar keine, ja, so völlig ohne Plan, dann erfährst du da vielleicht was Neues. Gut. Und dann noch ein Reisebüchlein, damit wir von allen drei Sparten was abgedeckt haben. Einmal ein bisschen Gear sozusagen, Gear und Technik. Einmal ja, Survival-Techniken, Survival-Kunst, wenn man das hier drin finden kann. Und einmal eben ein Reiseführer in gewisser Weise. Der ist ziemlich neu auf den Markt gekommen. Das ist ein schickes, relativ dickes Buch, wie man hier auch sehen kann. Kostenpunkt 30 Euro. Kostenpunkt hier, ich glaube, das ist bei 10. Ja. Und das Ding hat 15 Euro gekostet. Ja. Nur damit wir da auch noch mal kurz drüber geredet haben. Dem Umfang und der Dicke des Buchs und vor allem der wirklich schönen und reichhaltigen, auf die Entfernung, ne, damit ich hier keine Urheberrechtsprobleme bekomme, Bebilderung geschuldet, ist das ein bisschen, ja, mit 30 Euro, aber wirklich angemessen. Es gibt auch wunderbare, dazu kommen wir gleich noch, Kartenskizzen, die drin sind, die auch sehr hilfreich sind. Gefällt mir hervorragend, muss ich sagen. Also das ist bis auf einen kleinen Kritikpunkt prima. So, wir fangen an mit Stefan Kuhn und Kochen ultraleicht. Finde ich hervorragend. Habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, was ich davon halte bisher. Also wirklich absolut klasse. Hat inhaltsmäßig Folgendes zu bieten. Richtig gekocht wird daheim. Das ist jetzt erstmal die Grundprämisse. Darauf muss man sich einlassen. Das Ding heißt ja Kochen ultraleicht. Es heißt nicht Kochen aus Rucksack, Packtasche und sonst was. Das gibt es nämlich auch als gelbes Büchlein, auch vom Konrad Stein Verlag, wo du dann auch so Sachen findest wie Pfannkuchen unterwegs machen, Kuchen unterwegs backen mit einem Trangia zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber wenn es geht, dann steht es da drin. Habe ich seit Ewigkeiten keine aktuelle Auflage mehr von, aber ich habe es früher mal, vor 10 Jahren oder was, habe ich mal das Kochen Basics quasi nicht ultraleicht, sondern nur Kochen. Das habe ich mir da auch mal gekauft gehabt und war eigentlich ziemlich begeistert, was es da auch für schöne Rezeptideen und tolle Anwendungsbeispiele, wie man denn draußen so kochen kann und so weiter und so fort gibt. Hier ist die Grundprämisse und das wird auch wirklich gleich auf den ersten Seiten geklärt, was ich super gut finde, weil danach braucht man nicht weiter drüber nachdenken. Es geht darum, Wasser heiß zu machen und gefriergetrocknete Nahrung, die einzig mögliche Nahrung, die ultraleicht sein kann, damit einzuweichen.
wird auch noch kurz darauf hingewiesen, im Prinzip kann man auch Cold Soaking machen. Das ist meiner Meinung nach ein Bruch der Genfer Konvention und sollte man auf keinen Fall tun. Aber nur meine Meinung, ich finde das widerlich. Ich will was Warmes zu essen haben abends. Verdammt nochmal, kommt mir wirklich, also nee, niemals, niemals kommt mir Cold Soaking ins Haus, außer vielleicht für Overnight Oats zum Frühstück. Sowas in die Richtung. Ja, okay, aber abends möchte ich verdammt nochmal eine warme Mahlzeit. Oder halt ein Wurstbrot oder sonst wie, das kann man schon auch mal einplanen. Aber bestimmt nichts, irgendwas kalt eingeweicht wurde und dann kalt verzehrt wird. Bäh. Das klingt schon so, bäh, Cold Soaking, bäh. Ja, jedenfalls richtig gekocht wird daheim, dann Ausrüstung, Proviant, Rezepte, Index und Bezugquellen. Noch ein bisschen ein detaillierterer Blick ins Inhaltsverzeichnis, denke ich, können wir riskieren. Nein, ein detaillierteres Inhaltsverzeichnis finde ich jetzt gerade gar nicht. Das könnte daran liegen, dass es das doch hier. Obwohl richtig gekocht wird daheim, ist eben quasi so das Vorwort. Dann gibt es Ausrüstung, Brennstoffkocher, Topf, Zubehör, typische Kochsysteme und Wasseraufbereitung. Das ist hervorragend. Also gerade dieses Kapitel, zu dem kann ich ja selber auch einiges sagen, ist wirklich hervorragend. Ich hatte ja neulich erstmal wieder ein Kochervideo gemacht. Da muss ich gestehen, dass ich die durchschnittlichen Brennstoffverbrauchsraten, die ich für mein Kochervideo angenommen habe, hier entnommen habe. Das deckt sich ungefähr mit dem, auf das ich auch komme beim Geköchel. Und da gibt es zum Beispiel an 15 Gramm Gas pro Liter, ich glaube 12 oder 13 Gramm Benzin pro Liter, und also Wasser pro Liter kochendes Wasser herstellen sozusagen und 30 Gramm Spiritus pro Liter kochendes Wasser herstellen. Das habe ich eben auch da zum Beispiel jetzt aus diesem Buch übernommen. Aber nochmal, das deckt sich auch mit den Werten, auf die ich komme in der Praxis. Also das ist wirklich prima, prima gemacht, auch welche Kochsysteme bzw. welcher Brennstoff unter welchen Bedingungen welche Vorteile mit sich bringt, was dabei zu beachten ist und so weiter, deckt sich sehr, sehr mit meiner Erfahrung. Lediglich muss ich gestehen, was mir so noch nicht ganz in Fleisch und Blut übergegangen ist, war die Tatsache, dass Spiritus fast immer die leichteste Lösung ist. Aber das hat er hier auch eben wunderbar aufgerechnet und schön dargestellt, warum Spiritus fast immer die leichteste Lösung ist. Es gibt noch Bauanleitungen für Selbstbau-Spirituskocher. Es gibt alles noch zu allem schöne Bilderbeispiele, ganz paar Produktbeispiele, auch noch ein paar Produkte, die man so nicht auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel den berühmten, den haben ganz viele andere Outdoor-Kanäle schon empfohlen, deswegen wollte ich da nie groß mich zu einmischen. Ich habe aber auch so ein Ding. Es gibt so einen Adapter, mit dem man Gaskartuschen aneinander koppeln kann. Man stellt quasi, die eine steht auf dem Boden, die andere steht auf dem Kopf oben drüber und das Gas von der oberen fließt dann in die untere und so kann man eine fast leere Gaskartusche in eine noch überhaupt nicht leere Gaskartusche quasi überführen und muss dann nur eine Gaskartusche mitschleppen und nicht zwei halb. Entschuldigung, nicht zwei halbleere zum Beispiel. Sowas in die Richtung. Also solche kleinen Gadgets in Anführungszeichen werden hier auch vorgestellt. Auch ein paar Gadgets, die man seiner Meinung nach nicht braucht. Wie zum Beispiel eine Gabel oder einen Spork. Niemand braucht Gabelzinken, ein Löffel reicht. Das ist halt jetzt wieder so eine Glaubensfrage. Aber finde ich schön, dass wir hier offensichtlich wirklich ganz offensiv auch Position bezogen wird zu wesentlichen Glaubensfragen der Kocherfrage. Und ob man überhaupt ein Zubehör zum Topf braucht, sprich einen Fressnapf in Anführungszeichen. Brauchen tut man den nicht. Man kann auch aus dem Topf essen, aber das ist jetzt nicht unbedingt immer so schön, ja, und dann kann man mal über einen Fressnapf nachdenken und dann gibt es hier wieder Vorschläge zu verschiedenem Geschirr und so weiter und so weiter. Außerdem Proviant, Kalorienbedarf, Nährstoffbedarf, das ist sehr einfach gehalten und richtet sich danach, dass man jemand ist, der während der Tour nicht abnehmen möchte. Ja, also nicht mit meiner Realität von Proviantbedarf nicht vereinbar. Hier wird viel zu viel Proviant eingeplant, teilweise 1,1, 1,2 Kilo pro Tag. Das muss ich nicht mitschleppen. Ich habe genug körpereigenes Fett, dass ich während Natur problemlos ein paar Kilo verlieren kann. Das hängt halt eben sehr davon ab, ob der Tourengehende nun mal eine sehr effizient schlanke Person ist. Effizient im Sinne von unnötiges Gewicht wird am Körper selbst oder im Körper nicht transportiert.
oder halt eben sehr wohl ein paar Kilo hat, die man unterwegs verlieren kann. Da kann man halt enorm Rucksackgewicht sparen, weil man den Kalorienbedarf, der hier angegeben wird, locker mal halbieren kann, wenn man dann physiologisch in der Lage ist und auch psychologisch in der Lage ist, mit so wenig Essen in Anführungszeichen auszukommen. Zum Beispiel ein Tracking-Gericht, ne? diese Beutel, Track and Eat, wie heißt es, Tactical Food Pack, Tactical, und solche Sachen, die sind hier der Meinung des Autors nicht ausreichend, um jemanden satt zu kriegen, dass die also für fast jeden nicht ausreichen würden. Meine Erfahrung ist schon, dass mich so ein Beutel eigentlich satt macht. Also mir hat das immer als Abendessen, also sowas in die Richtung wie so ein Beutel, eigentlich immer gereicht, um halbwegs satt zu sein. Der Rest ist halt Körperfett, was dann halt noch zusätzlich verbraucht werden muss. Aber da gehen die Meinungen entsprechend auseinander. Das ist ja auch selbstverständlich völlig in Ordnung. Und das kann man so oder so sehen. Es ist alles auch noch schön bebildert. Ich will hier nicht zu viel zeigen. Es gibt ein paar interessante Tabellen, wo man mal ein bisschen rumrechnen kann, ein bisschen mitrechnen kann. Alles wunderbar erklärt. Hin und wieder auch mal ein kleines Späßchen dabei. Ja, nochmal ein Blick in die... Hallo! In die Tabelle. Und die Tabelle, Quatsch, ins Inhaltsverzeichnis. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Verschiedene Zutaten, die sich prinzipiell grundsätzlich eignen. Ob man lieber viele kleine Mahlzeiten macht oder eine große, das ist ja auch so eine Glaubensfrage letzten Endes. Ich bevorzuge wenige Mahlzeiten, die dann etwas größer. Er empfiehlt im Regelfall aus ernährungsphysiologischen Gründen eher mehrere kleine Mahlzeiten, also immer mal wieder einen Riegel reinpfeifen und sowas in die Richtung. Das ist ernährungswissenschaftlich nicht falsch, das ist aber hochgradig individuell, ob man eben das eine oder das andere bevorzugt. Wenn man wirklich sagt, ich komme besser zurecht, wenn ich eine große Mittagspause mache und dann eben bis zur Mittagspause nichts esse und nach der Mittagspause nichts esse, bis ich dann halt abends quasi mein Abendessen kriege, das ist hochindividuell, ja. Aber es ist nicht falsch, was hier drin steht, in gar keinem Fall. Ich habe hier keinerlei Sachen entdeckt, die ich auch nur ansatzweise als offensichtlichen Fehler ansehen würde. Und dann gibt es noch einen Haufen schöne Rezepte. Und zwar auch wirklich sehr kreative Rezepte, häufig Zeug, auf das ich selber auch noch nicht gekommen bin. Zum Beispiel ein Proteinmüsli. Will ich jetzt nicht viel zu... Ne, also es wäre jetzt gemein, die Rezepte zu spoilern. Die sind wahrscheinlich einer der Kaufgründe für dieses Buch. Es sind im Inhaltsverzeichnis einen ganzen Haufen Rezepte, weil die alle im Inhaltsverzeichnis aufgelistet sind. Es sind dann im Buchumfang insgesamt vielleicht eher ein bisschen wenig Rezepte. Und einige kritische Rezensionen aus dem Internet sind auch der Meinung, es seien zu wenig Rezepte, beziehungsweise man hätte sich mehr Rezepte gewünscht. Die drin sind, sind aber wirklich sehr, sehr kreativ und da sind auch nichts offensichtliche Sachen dabei, wie Asianudeln mit Tomatensoßenpulver drüber kippen oder Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln oder sowas in die Richtung, sondern wirklich so ein bisschen was Ausgefalleneres, einige sehr, sehr schöne Ideen und ja, auch zum Beispiel, wie man getrocknetes Hackfleisch halbwegs vernünftig herstellen kann, sehr plausibel erklärt, ist nämlich gar nicht so einfach. Und was das für mögliche Konsequenzen haben kann, etc. pp. Wirklich hervorragendes Buch, auch nochmal sehr schön bebildert, sehr schön übersichtlich, nettes Format. Das hat man so in, ich sag mal, einem entspannten Tag, in dem man mit dem Zug irgendwo weit weg möchte, zum Beispiel, kann man sich das zweimal, je nachdem, wie lang der Zug unterwegs sein muss, weil die Bahn wieder, ne, wir kennen das alle, aber hat man in einem Tag entspannt durchgelesen und kann sich dann ins Regal stellen und vor allen Dingen die Rezepte dann halt irgendwann mal selber ausprobieren. Für mich eine absolute Empfehlung, fand ich richtig, richtig gut. Hat mir auch großen Spaß beim Lesen gemacht. Also wenn man für so Giertechnik-Krempel so ein bisschen da drauf steht, dann ist das schon toll. Aber nochmal, es ist Kochen ultra leicht. Wer grundsätzlich von ultra leicht nichts hält, ja, wer unbedingt noch einen Klappspaten dabei haben muss und solche Sachen, dann werdet ihr hier nicht glücklich. Also man muss mit dem Konzept ultraleicht zumindest liebäugeln oder akzeptieren können, dass es das gibt, damit man mit diesem Buch Freude hat. So, dann kurzer Stopp. So, wir kommen von Tim Trabant. Hat nichts mit dem gleichnamigen Auto zu tun, vermute ich. Zu den Nationalparks Schweden.
Das ist schön, dass das im Titel gleich ein S hinter Nationalpark ist, weil ich zum Beispiel nie weiß, was jetzt das blöde Plural von Nationalpark ist. Sind es Nationalparke, Nationalperker, Nationalparks, Nationalparkende? Ich habe keine Ahnung. aber ich vermute, Nationalparks wird dann wohl richtig sein. Fühlt sich alles falsch an. Das ist so ein Wort, da habe ich enorme Schwierigkeiten mit der Pluralbildung. Gibt es ja immer mal wieder sowas. Ja, ich habe ja schon gesagt, das ist ein relativ umfassendes Werk für 30 Euro. Dafür aber eben wirklich mit vielen bunten Seiten. Scheinbar im Eigenverlag herausgegeben, weil der Verlag heißt wie der Verfasser. Und noch eben nicht allzu lange auf Amazon zu finden. Zum Beispiel Amazon, dürft ihr gerne auch irgendwo anders kaufen. Keine Ahnung, wo man das noch so alles kriegt. Ich zitiere mal die Rückseite. Dieser Reiseführer beginnt, wo andere enden. Die Informationen, die sich Natururlauber bisher mühsam zusammensuchen mussten, sind hier übersichtlich dargestellt. Über 300 Bilder, und zwar schöne, vermitteln einen lebendigen Eindruck von den Nationalparks. Ein übersichtliches Bewertungssystem zeigt, welcher Nationalpark sich zum Wandern, Kanufahren, Radfahren für echte Abenteuer oder einfach zum entspannten Genießen eignet. Wo wird etwas für Kinder geboten? Sind Hunde erlaubt? Was bietet die Infrastruktur? Darf ich mit dem Wohnmobil über Nacht stehen? Welche Regeln gelten wo? Ich denke sicher, die Info, ob man über Nacht stehen darf oder nicht, ist für viele Leute heutzutage durchaus relevant, wenn man irgendwie mit einem Womo oder Ähnlichem unterwegs ist. Das heißt, also da ist schon jede Menge Hintergrundwissen drin. Ja, vor allen Dingen spannend bei dem Buch hier ist halt eben das, was in der ersten Zeile steht. Diese Reiseführer beginnt, wo andere enden. Das würde ich nämlich auch so bezeichnen wollen. Ich habe selber einige Bücher, die sich auch mit den Nationalparks in Schweden beschäftigen und mit ausgewählten Nationalparks. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Buch hätte, das alle Nationalparks, inklusive die ganz kleinen Dinger, die heute nach internationalem Recht kein Nationalpark mehr sein dürften, erinnert aber nichts daran, dass sie existieren und schöne Fleckchen Erde sind, die sind alle hier drin. Auch so ganz kleine Sachen, wo man überhaupt nicht wusste, niemals auch die Idee gekommen ist, dass sowas existiert, wie winzige Inseln. Und das Schöne ist eben in Schweden, dass jeder Nationalpark irgendwie erreichbar gemacht wird. Das heißt, man kann sich auf winzige Inseln übersetzen lassen und auf diesen winzigen Inseln dann für 1, 2, 3 Nächte, bis halt das Boot irgendwann wetterbedingt wiederkommen kann. Die Ostsee mag jetzt nicht die Hochsee sein, aber sie ist manchmal doch stürmisch genug, dass das da durchaus passieren kann, dass eine Weile dauert, bis das Boot wiederkommt und einen wieder abholt. Man sollte also für solche Zwecke genügend Proviant dabei haben, aber das gibt es. Solche Möglichkeiten, sich eben da mal auf einer Insel absetzen zu lassen. Ganz legal und dann an ganz legalen Zeltplätzen eben zu nächtigen. Teilweise haben sie auch noch kleine Übernachtungshütchen, sogenannte Shelter. Ne? Also das ist einfach eine Windschutzhütte. Im Prinzip ein Holztarp, wenn man so möchte. Auf eine Seite offen und die Rückseite dann wenigstens wasserdicht mit Holz versorgt, verbaut. Häufig mit Feuerstelle und in Schweden üblich. Wenn es eine angelegte Feuerstelle gibt, dann hat die auch Feuerholz. Das hat man da einfach vor Ort. Das müssen diese Länder mit dem S im Namen einfach gemeinsam haben. Das ist in der Schweiz auch so. Wenn es eine Grillstelle gibt, dann hat die auch Feuer vor Ort, Feuerholz vor Ort. Und ganz, ganz tolle Sache. Und eben wo man sowas findet, in welchem Nationalpark und wie der heißt und was man da sonst noch so alles findet, das finden wir hier wunderbar aufgedröselt. Machen wir mal irgendein Beispiel. Was habe ich denn hier jetzt gerade aufgeschlagen? Das Ding hier. Ne? Das nennt sich, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist aber auch egal. Jedenfalls, die sind alle so aufgebaut. Wir haben einmal ein schönes, großes Bild. Dann gibt es hier einen schönen Text mit schönen Besonderheiten. In diesem Fall ist diese Schlucht unter anderem dadurch entstanden, das weiß ich, weil ich es gerade erst gelesen habe, dass wir in dem, ich versuche, wie gesagt, nicht ihn auszusprechen, Nationalpark, die derzeit schnellste Landhebung der Welt haben von 8 mm. im Jahr. Das liegt daran, dass Skandinavien ja von einem gigantischen Gletscher bedeckt gewesen ist, der so schwer war, dass er einfach den Untergrund nach unten gedrückt hat. Und da die Erdkruste ja quasi auf der ozeanischen Kruste, die kontinentale Kruste auf der ozeanischen Kruste rumschwimmt, kann die in der ozeanischen Kruste nach unten gedrückt werden. Was passiert, wenn viel Gewicht drauf liegt und ein paar Kilometer Eispanzer sind schwer genug, um das zu bewerkstelligen? Und dann wird das Ganze halt eben in den Erdmantel reingedrückt. Ein Stück weit
und braucht, nachdem das Eis geschmolzen ist, was ja gerade mal 10.000 Jahre her ist, dann eine ganze Weile, bis das langsam elastisch sozusagen wieder hochfedert. Beziehungsweise für einen geologischen Prozess federt es verdammt schnell, nämlich 8 mm im Jahr wieder nach oben. Das erscheint uns vielleicht nicht viel, aber Geologie ist verdammt langsam. Und damit wäre das zum Beispiel eine Region, wo ich, habe ich jetzt zufällig aufgeschlagen, ja? Aber da würde ich zum Beispiel unbedingt gerne mal demnächst mal hinwollen, zumindest rein emotional, vom Herz her würde ich da gerne mal hinwollen. Ob ich das realisieren kann, ist eine andere Frage, und realisieren will, wenn ich praktisch drüber nachdenke. Aber klingt im ersten Moment mal super spannend. So, und jetzt ist hier dieses Bewertungssystem, was auch auf dem Klappendeckel erwähnt wird. Und das besteht jetzt aus den Kategorien Landschaft, Flora, Fauna, Infrastruktur, Wandern, Radfahren, Kanufahren, Abenteuer und Genießen. Und da gibt es jeweils Punkte dahinter, was man in dem entsprechenden Nationalpark denn dann machen kann. Und es gibt weiter vorne auch eine allgemeine Erklärung, wie diese Punkteskala zustande kommt, dass zum Beispiel Landschaft sich daraus ergibt, wie abwechslungsreich ist die Landschaft, auch ein bisschen individueller Reiz, gibt es da mehr als 3 verschiedene Landschaftstypen, zum Beispiel Laubwald, Nadelwald, Mischwald, Moore, Fjellregion und so weiter. Je mehr Landschaftstypen du in einem Nationalpark vereint hast, desto mehr Punkte gibt es zum Beispiel bei Landschaft. Also das ist schon relativ nachvollziehbar und logisch aufgedröselt, wie die Punkteverteilung zustande kommt. Flora, Fauna, wie viele Arten gibt es insgesamt? Sind da seltene dabei, die du sehen willst, wenn du nach Schweden fährst? Zum Beispiel Elch, wobei so selten ist der nicht. Fjellfräs, also der Vielfraß zu Deutsch, wäre zum Beispiel noch sowas, wo man sich drüber freuen würde, wenn es da ist. Und die Eignung für die jeweiligen Sportarten, eben Wandern, Radfahren, Kanufahren, Abenteuer genießen. Wandern sollte klar sein, das meint normale Wanderungen, jetzt nichts super Ausgefallenes mit Ultraleicht-Equipment und Plastiktütenzelt, sondern Radfahren ist auch klar, Kanufahren dürfte auch selbsterklärend sein. So Abenteuer, das meint dann so expeditionsartige Touren, wo du dann halt doch das Plastiktütenzelt rausholst und versuchst mit möglichst wenig Gepäck und oder extremen Wetterbedingungen und so weiter und so fort, da dann tatsächlich bei keiner vorhandenen Infrastruktur irgendwie nicht abzukratzen während deines wunderbaren Urlaubs. Ja? Das meint Abenteuer. Zumindest wenn bei Abenteuer 5 Punkte vergeben sind. Bei 3 Punkten würde ich sagen, ist das eine Trekkingtour, die ich auch noch gerne machen würde. 4 vielleicht auch noch. 5 ist halt so eine Sache. Zum Beispiel der Sarek. Der legendäre Sarek-Nationalpark, der wird hier selbstverständlich auch beschrieben. Europas angebliche letzte Wildnis. Es gibt Nationalparke, die sind noch unerschlossener als der Sarek. Auch in Schweden. Also kann man sich streiten, ob der jetzt wirklich Europas letzte Wildnis ist. Er ist aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr nah dran. Und wenn du da drin rumlatscht, irgendwo und nirgendwo, da gibt es keine ausgewiesenen Wege, keine markierten Wege, hin und wieder mal ein Trampelpfad, weil im Laufe der Zeit da auch viele Leute unterwegs gewesen sind, aber da kann man schon wirklich, da muss man schon sich auf seine Fähigkeiten auch verlassen können, sonst riskiert man heutzutage einen Rettungseinsatz auszulösen, früher das eigene Leben, als eben noch nicht überall auf der Welt möglich war, die Hilfe zu rufen, die man dann vielleicht meint zu brauchen. Ah, bin ja kein Fan von diesen lass mich überall retten Aktionen, weil man dann unvorbereitet als Depp überall hinläuft und dann einen Haufen Infrastruktur, beziehungsweise Hebel in Bewegung setzen muss, um da wieder wegzukommen. Aber ja gut, wen es mal gerettet hat und wer dafür entsprechend dankbar ist, dass er gerettet wurde, das kann ich dann natürlich auch nachvollziehen. Andererseits am besten bereitest du dich verdammt nochmal richtig minutiös und gut vor und dann musst du auch nicht gerettet werden und machst halt nichts, was deine Fähigkeiten übersteigt. Ergo, wer in den Sarek möchte, sollte wirklich wissen, was er tut. Ich würde es mir ja eigentlich zutrauen vom Wissen her, vom momentanen Fitnesslevel, aber nicht. Das ist also aktuell nicht wirklich eine Option. Wäre blöd. Ja. So, jedenfalls, nachdem wir das jetzt gesehen haben, kommen wir auf die nächste Seite. Da gibt es dann noch ein paar Bilder. Dann gibt es hier unten so ein paar Piktogramme, jetzt nur so andeutungsweise, die uns verraten, was wir in diesem Park denn dürfen oder nicht dürfen. Jetzt ist ein Nationalpark in Deutschland relativ einfach erklärt. Was darfst du da? Nix. Jetzt ist ein Nationalpark in Schweden sehr unterschiedlich, was du da darfst und was du nicht darfst. In fast jedem Nationalpark darf man schon irgendwie wild zelten, in Anführungszeichen, in manchen auf ausgewiesenen Plätzen, dass man da also, kosten aber nichts, also du darfst da gratis dein Zelt aufstellen, du hast da meistens auch eine Feuerstelle, wie gesagt, mit Feuerholz, häufig noch ein kleines Übernachtungsschelterchen, wenn es gut läuft, das dann möglicherweise überfüllt ist, da muss man sich irgendwie arrangieren, die Leute da sind ja immer nett, wenn es keine Deutschen sind, haha, und
Und das wird hier aber auch alles detailliert beschrieben, was es dann eben für Übernachtungsmöglichkeiten im jeweiligen Nationalpark gibt. Oder ob man da am besten nur Tagestouren macht oder ob er einfach so winzig ist, dass man da gar nichts anderes als Tagestouren machen kann. Es gibt auch ein paar ganz kleine. Oder ob es halt einfach gar keine Infrastruktur gibt, wie quasi im Sarek. Der hat eine Hütte, meine ich, irgendwo im Randbereich. Und wenn du tief reinlatscht, dann bist du wirklich völlig ab von sämtlicher Infrastruktur. Ne? Und wie gesagt, das wird hier beschrieben, auch was man da, wie gesagt, so sehen kann. Die vielen schönen Bilder sind dahingehend auch wahnsinnig interessant, weil die, wenn man dann noch ein wenig weiter blättert, in der Kartenskizze, die auch sehr, sehr gut ist, ich würde fast behaupten, wenn ich nur eine kleine Wanderung machen möchte und mit dem Auto zum Beispiel in Schweden unterwegs bin und sämtliche Nationalparke abklappern möchte, dafür ist das Buch durchaus geeignet, dann reicht mir diese Kartenskizze auch, um in jedem Nationalpark eine Tagestour zu machen. Und die sind dann in verschiedene gezoomt sozusagen. Die Karten haben so einige etwas näher rangezoomte Bereiche, wo das wirklich als Groborientierung zum Wandern ausreicht. Insbesondere, da wir heutzutage ja alle irgendwie ein Smartphone in der Hosentasche haben, dass dann insbesondere, da Schweden ja in der EU ist, für uns Deutsche überhaupt kein Problem ist, da dann auch eben das Navi vom Handy zu verwenden, um damit einigermaßen zurechtzukommen. Sollte kein Problem sein. Und ja, auch Klohäuschen und solche Sachen sind eingezeichnet, was ich auch wichtig finde. Es gibt ja durchaus Outdoor-Freunde unter uns, die enorme Probleme haben, ohne Klohäuschen draußen zu existieren und eigentlich krasse Touren unternehmen würden, solange dann wenigstens eine gewisse Klohäuschen-Infrastruktur sichergestellt ist. Das gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. So, also wirklich alles super zu allen. Ich glaube, 20 Nationalparks sind es. Ich wollte schon Nationalparke sagen. Oh, da habe ich mich gerade nochmal gerettet. Ja, finde ich jetzt gerade nicht, ob das wirklich. Übersichtstabelle. 206, ne? Es sind 30 Nationalparks offensichtlich. Ja, die Übersichtstabelle ist auch super, da kann man dann auch einen Blick auch nochmal grob sehen, welche Nationalparke denn überhaupt in Frage kommen, wenn man zum Beispiel eine Runde Kanu fahren möchte oder sowas in die Richtung. Und ja, also wirklich super. Wie gesagt, Kritikpunkt, einen hätte ich. Für mich, der ich wahrscheinlich nicht mit dem Auto eine Rundtour durch Schweden jemals machen werde, wäre eine Anbindung an ÖPNV tatsächlich sehr interessant. Es wird ganz am Anfang vom Buch mal kurz angesprochen, dass das manche Nationalparke durchaus gibt, wo man mit dem Bus hinfahren kann, andere Nationalparke eben nicht. Und leider wird dann nicht weiter darauf hingewiesen, was ist. Das heißt, für diese Frage muss ich dann, dieser Reiseführer beginnt da, wo andere enden, leider halt eben doch andere heranziehen, die an diesem Punkt nicht gespart haben, da gibt es ein paar Beispiele, oder halt doch das Internet fragen, das erstaunlich schlecht ist, wenn man was zu Nationalparken in Schweden wissen möchte. Details vor allen Dingen und wo gibt es dann möglicherweise eine Hütte, wo man sich auch mal für eine Nacht unterkriechen kann, wenn einem das Zelt wegfliegt oder solche Späße. Mir persönlich immer wichtig, ich habe gern irgendwo eine erreichbare Backup-Möglichkeit, wenn ich im skandinavischen Hochgebirge unterwegs bin, dass es irgendwas gibt, wo ich zur Not hin könnte, wenn eben alle Stricke reißen, dass maximal ein Tagesmarsch entfernt ist. Das hätte ich gern. Es gibt durchaus Abschnitte, wo ich das dann halt mal nicht habe und dann damit leben muss, dass dann hoffentlich mein Zelt nicht wegreißt oder sowas in die Richtung, aber ja, das, da wäre es dann halt, das meine ich, jedenfalls ÖPNV-Anbindung wäre für mich wirklich interessant, weil ich habe keinen Bock, eben mit dem Auto durch Schweden groß rumzufahren und das ist nicht vorgesehen. Ja, also das Buch richtet sich wirklich an Leute, die mit einem Auto da rumfahren, mit einem Wohnmobil, mit einem normalen Auto, das ist relativ egal, aber irgendwie Kfz. Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Da hätte man vielleicht eben die ÖPNV-Touristen auch noch mitnehmen können. Oder zumindest noch, nachdem diese Nationalparke jede Menge Piktogramme haben, was man da alles darf und nicht darf. Ein zusätzliches Piktogramm für mit ÖPNV erreichbar oder eben nicht, das wäre noch schön gewesen. Ja? Sonst prima, wirklich, wirklich prima. Erspart einem viel andere Literatur, insbesondere wenn man mehrere Nationalparks besuchen möchte und noch gar nicht genau weiß, ob man da jeweils überhaupt was Großes vorhat. Vielleicht will man ja wirklich nur eine Tagestour machen oder man ist stationär irgendwo in Schweden und macht einen Tagesausflug zu so einem Nationalpark oder sowas in die Richtung. Ein wertvolles Buch für Nationalparkfans. Es ist in Schweden nicht zwingend notwendig, in einen Nationalpark zu gehen, um was Schönes zu sehen.
Es hilft aber doch sehr. Die Highlights haben sie doch meistens zum Nationalpark erklärt. Insbesondere, wenn man auch auf Details in der Natur steht, sprich das Vorkommen vom blauen Eisenhut zum Beispiel, von Linnea Borealis oder, ja, lassen wir das. Ja, sonst geht es schon wieder zu sehr ins Detail. Insbesondere auch die paar Laubmischwälder, alte Laubmischwälder, die Schweden hat, das sind nur eine Handvoll, die sind auch häufig Nationalparke und stehen hier drin, Nationalparks. So. Gut. Und damit kommen wir zum unerfreulichen Teil in der Reihe, nämlich eben dieses Machwerk. Das ist etwas dünn geraten, auch vom Inhalt, und hat mir gar nicht gefallen. Jetzt ist es ein Stück weit persönliche Vorliebe, so ungefähr das erste Viertel des Buches in etwa. Wenn wir auch hier mal ein bisschen ins Inhaltsverzeichnis gucken, das darf man übrigens urheberrechtstechnisch durchaus machen, wenn man das Buch im Detail bespricht. Da haben wir ein Vorwort, eine Einleitung, und dann geht im Prinzip bis Seite 29 mindestens von... ...125, also so etwas über ein Fünftel vom Buch, geht quasi philosophisches Blablub auf Kalenderspruchniveau. Esoterisches Geblubber von wegen, die Natur ist dein Freund und so weiter. Ich möchte da gar kein Beispiel liefern. Ich reagiere da allergisch drauf. Ich habe gefühlt alle drei Sätze das Gefühl, jetzt meint er gleich, ich soll in die WhatsApp-Gruppe kommen, und dann erklärt er mir, wie ich jetzt innerhalb von zwei Stunden Arbeiten am Tag pro Woche 7 Millionen Euro verdienen kann oder sowas in die Richtung. Ja? Und, oder irgendwelche Tricks, um innerhalb von 2 Wochen doppelt so attraktiv zu werden oder was auch immer. Ja, es ist so in diesem Deutsch dieser Machwerke des Internets liest sich das so ein bisschen. Ja? Die Natur ist dein Freund, also Wohlleben ist im Vergleich dazu ein Sachbuch. Also muss ich schon sagen, mir persönlich, ja, kann ich nichts mit anfangen. Bin ich wohl scheinbar allerdings ein bisschen alleine mit, weil dieses Buch hat hervorragende Amazon-Bewertungen zum Teil, ganz viele 5-Sterne-Bewertungen dabei, keine einzige, bis auf meine, 1-Sterne-Bewertung dabei. Und daher dachte ich, es ist mal ein Versuch wert. Ne? Aber offensichtlich bin ich auch der Einzige, der sich an diese innere Einstellung für Survival, es ist eine innere Einstellung für Naturesoterik, hat mit Survival überhaupt nichts zu tun, die innere Einstellung, die auf den ersten 35 Seiten oder 25 Seiten oder was auch immer beschrieben wird. Und ja, also wie gesagt, damit kann ich so gar nichts anfangen. Das erzeugt bei mir persönlich brechreizartige Zustände und ich muss schnell ein paar Seiten weiterblättern. Dann geht es aber genauso weiter, daher ich habe es nicht vollständig gelesen. Vielleicht ist es im Detail dann ja doch auf einmal ganz gut. Mir gefällt auch beim Schreibstil ehrlich gesagt nicht so, dass alles in der Sie können, sollen, müssen etc. Schreibweise gehalten ist. Auch die Kapitel heißen, wie Sie dies und das und sel und jenes vollbringen. Und dann geht es los mit dem ersten Satz, möchten Sie dies und das und sel und jenes verbringen, dann müssen Sie Folgendes tun, danach tun Sie bitte dies und das und beachten Sie dies und das. Also ständig diese ständige, omnipräsente, direkte Ansprache des Lesers ist ja nicht so schlimm eigentlich, aber dadurch, dass sie noch gesiezt ist, erscheint mir das alles viel zu offiziell zu dem esoterisch verklärten Inhalt teilweise. Das ist für mich so ein Widerspruch, der mich nervt. Aber ja, individuell, ne? Vielleicht stört das andere Leser ja gar nicht. So, und dass sowas wie Survival existiert, erfahren wir dann auf Seite 35. Und dass Survival dem Titel nach ja eines der Schwerpunktthemen, das Schwerpunktthema dieses Buchs sei. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das würde man, im Internet ist das hier krasses Clickbait. Es geht also hier und da ein bisschen über Survival, auch nur ansatzweise. Im Wesentlichen geht es eigentlich nur darum, wie man im Wald hockt und dabei im Wald Zeit verbringt, in Anführungszeichen. Als Ausrüstung wird empfohlen unter anderem ein Zelt. Man kann auch theoretisch, wenn man ganz krass ist, ein Tarp nehmen. Dann braucht man auch einen krassen Rucksack, diverse Werkzeuge, diverse Schlafutensilien, Schlafsack und so weiter und so fort. Wenn wir auch nur ansatzweise die Vorstellung davon haben, dass Survival was mit Überleben ohne oder mit
kaum Ausrüstung zu tun hat, in auch noch einer Notsituation, dann ist das hier völlig Thema verfehlt. Völlig Thema verfehlt. Also eine Situation, in der man ohne Ausrüstung unterwegs ist, wird hier nicht ansatzweise beschrieben. Es ist immer ein geplantes in die Natur gehen, um von der Natur irgendwie willkommen geheißen zu werden und lila Blasbauer Schwurbelwölkchen zu inhalieren. Ich habe keinen Schimmer. Ich bin böse, es ist nicht so schlecht. Was Ausrüstung angeht, ist es okay. Das ist wirklich völlig in Ordnung. Also die Beschreibung, was brauchst du für Schuhe, die Beschreibung, was brauchst du für einen Rucksack, geh in ein Rucksackfachgeschäft deines Vertrauens einen Rucksack kaufen, lass dich da beraten. Okay, um das zu erfahren, hätte man auch direkt ins Fachgeschäft gehen können und sich 15 Euro sparen. Aber das ist nicht falsch. Einen Rucksack sollte man im Fachgeschäft kaufen. Das ist eine blöde Idee, einen Rucksack einfach so irgendwo im Internet zu bestellen, weil die haben eine Passform. Es gibt Rücken, da passt der eine Rucksack, es gibt Rücken, da passt der andere Rucksack. Es mag Leute geben, die haben einen Rücken, da passt halt so jeder Rucksack, aber das ist halt schon individuell, man sollte die also vorher anprobieren. Natürlich kann man auch 5 im Internet bestellen und 4 wieder zurückschicken, CO2-Fußabdruck und solche Sachen, ne? Egal, jedenfalls, das ist schon in Ordnung, auch was die Schuhe angeht, das ist okay, das ist vielleicht alles ein bisschen altmodisch, aber das kann man schon auf jeden Fall so machen. Welche Ausrüstung Sie benötigen, wie Sie den richtigen Schuh auswählen, welchen Rucksack am besten zu Ihnen passt, und so weiter und so weiter. Es ist in Ordnung, sondern wenn wir die Ausrüstung dann durch haben, dann geht's los, wie Sie eine Unterkunft, welche andere Form von Unterkunft Sie wählen können und was war das andere Kapitel, welches Zelt Sie benötigen. Da geht man schon mal gleich davon aus, dass man ein Zelt benötigt. Hat, wie gesagt, mit Survival so viel nicht zu tun. Man hat auch null, also es gibt wirklich keinerlei Hinweise, was passiert, wenn du, keine Ahnung, durch den Wald fährst und dein Auto wird unterwegs vom Marder gefressen und plötzlich musst du nach Hause laufen und durch den dunklen Wald, weil dein Handy vom Eichhörnchen geklaut wurde. Ja, und man keine Hilfe rufen kann. Und dann erfährt man hier nichts, was in einer Notsituation, was ja der Sinn und Zweck von Survival-Übungen in einer Notsituation überlebensfähig zu sein eigentlich ist, hilfreich sein könnte. Daher Thema definitiv verfehlt. Ja, es ist ein mildes Anleitungsbuch für ein bisschen Zeit im Wald verbringen. Von mir aus kann man das auch schon als Abenteuer ansehen, je nach individueller Einstellung. Da ist nichts drin auszusetzen. Wenn für jemanden, der, keine Ahnung, sein Leben lang noch nie im Wald war, eine Waldübernachtung eine Riesenüberwindung darstellt und eine schier übermenschliche Leistung ist, eine Nacht im Wald gepennt zu haben und dann hat das mit Hilfe dieses Buchs jetzt doch geschafft, das hinzukriegen, dann herzlichen Glückwunsch und willkommen im Club. Aber das ist noch längst nicht Survival. Das ist noch mal eine ganz andere Nummer. Ja, und in die Richtung geht's. Es ist ein Bushcraft für Anfänger Buch und mit sehr oberflächlichen Beschreibungen der einzelnen Techniken. Auch 18 Möglichkeiten, ja nicht ganz. Es ist so, sagen wir mal, 5-6 Möglichkeiten Feuer zu machen, wovon 2 relevant sind und der Rest was zum spielerischen Ausprobieren, wie zum Beispiel Feuer machen mit Kaugummipapier und Batterie. Haben wir bestimmt alle schon mal gesehen. Kann man machen, ist das praxisrelevant, nur ungefähr so sehr wie Kaliumpermanganat mit Glycerin zum Feuermachen zu verwenden, werden die allermeisten auf keinen Fall einfach mal so spontan dabei haben. Das kannst du mitnehmen, wenn du wirklich vorhast, damit wirklich mal ein Feuer zu machen, weil du es ausprobieren möchtest, weil es Spaß macht. Kaliumpermanganat macht Spaß und das ist alles in Ordnung, aber ja. Also wirklich super oberflächlich. Und das Lustige ist, beworben wird das Ding im Internet, auf Amazon, mit vielen bunten Bildchen und vielen Beispielen, wo irgendwelche Outdoor- und Survival-Techniken durchgeführt werden. Ich dachte beim Kauf, das seien Beispiele aus dem Buch. Der Knackpunkt ist aber, dass das komplette Buch von vorne bis hinten vollständig unillustriert ist. Da ist nicht ein Bild drin, nicht eine Zeichnung, gar nichts. Da glotzen einen nur textalische Seiten in ziemlich großer Schrift übrigens an. Also es ist wirklich nicht viel Worte, die man auf diesen 120 Seiten oder was das Ding hat, findet. Ja, und wirklich sehr oberflächlich. Zum Beispiel, wie baust du ein Shelter? Du nimmst einen Stamm
nimmst eine lange Holzstange, lehnst sie an einen Baum und stellst dann links und rechts Stöcke dran und schmeißt noch irgendwelches Laub drüber, bis es dicht ist. Super, das ist eine prima Anleitung für jeden Waldkindergarten. Die können das nämlich auch schon in dem Alter. Also wirklich oberflächlich bis zum geht nicht mehr. Ein ganz paar Sachen verstecken sich mal zwischendrin, die wirklich so ein Tipp sind, wo ich sagen würde, ja okay, das ist jetzt ein bisschen wertvoll. Ich habe sie aber leider schon wieder alle vergessen. Ja, es gibt ein ganz paar. In Schulnote, abgesehen davon, dass ich einfach persönlich genervt bin, warum ich mir das zum Geier gekauft habe, weil ich mal wieder ein Survival-Buch lesen wollte. Ich habe halt nichts Neues erfahren, so überhaupt nichts. Oh, schlimm ist der Abschnitt zu den wilden Tieren. Da kriegt man dann Infos, was man angeblich bei Bären tun soll, was so nicht stimmt, was da drin steht. Was für Deutschland jetzt nicht so relevant ist. Ein Wildschwein soll man mit einem Stock abwehren, ein Wolf auch. Beides eine ganz also beim Wolf mag das funktionieren, beim Wildschwein ist es eine ganz bescheuerte Idee, das auch noch zu reizen, indem man mit einem Stock drauf rumklöppelt. Du kriegst ein Wildschwein, das groß genug ist, um der Meinung zu sein, dich anzugreifen. Bestimmt nicht kaputt, indem du mit einem Stock drauf rumknüppelst, da kriegst du es nur gereizt und im schlimmsten Fall beißt es dir ein Bein ab oder sowas in die Richtung. Ja, nicht ab. Aber ist dann mehr ab als dran, wenn es dumm läuft. Ne? Also wirklich ganz falsche Sache. Auch der elendige Tipp, man soll bitte auf einen Baum klettern. Da war der Autor wohl noch nie in einem wirklich existierenden Wald. Wenn das nämlich ein Wald ist, der ein gewisses Alter erreicht hat, bestehen sämtliche Baumstämme im unteren Bereich eben nicht auf hochkletterbaren Ästen. Und wenn du jetzt nicht ein Ninja-Warrior bist, kommst du in einem alt fortgeschrittenen Wald nirgendwo auf einen Baum. Der hat auch keine jungen Bäume unten drunter, auf die man hochkletterbar klettern könnte, dafür ist es viel zu dunkel. Es entspricht einfach nicht der Realität eines mitteleuropäischen Waldes, dass man da einfach so auf den nächsten Baum klettern könnte. Wie gesagt, es sei denn, man ist ein Ninja-Warrior oder hat nie drüber nachgedacht, dass auf dem Baum klettern wohl möglich gar nicht so einfach sein könnte. Oder steht halt direkt neben einem Baum, bei dem es ausnahmsweise doch mal geht. Aber die dürften ziemlich selten sein. Ja, und dann gibt es noch ein ganz kleines bisschen Baumwissen. Ohne auch nur den Funken einer Information, wie man diese Bäume jeweils bestimmen kann und wo man die jeweils findet, sondern es ist halt lediglich pro Baum so etwas zwischen 5 und 12 Zeilen, was der Baum angeblich Tolles kann. Was zwar nicht falsch ist, was da steht, aber halt auch nur extrem oberflächlich. Das Thema Ernährung wird überhaupt nicht erwähnt. Also in einer Survival-Situation muss man offensichtlich nichts essen oder hat gefälligst Proviant von zu Hause mitzubringen. Nicht eine einzige Nahrungspflanze oder überhaupt die Möglichkeit, irgendein Tier zu erlegen und zu verzehren. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Ein bisschen was zu Wasser. Hochoberflächlich Wasseraufbereitung. Das Wasserfilter existieren. Ich weiß nicht, ob es drinsteht. Gefühlt nicht. Man soll angeblich Wasser immer abkochen. Das ist halt auch falsch. Wenn es Wasser ist, in dem zum Beispiel Cyanobakterien drin sind, dann platzen die durchs Kochen. Das Gift der Cyanobakterien ergießt sich ins Wasser und wird dann mit dem Verzehr des Wassers, nämlich auch hitzestabil, getrunken. Und dann kriegt man halt eben entsprechende Vergiftung durch toxische Algenblüte, beziehungsweise das, was in kleiner Form, solange sie eben noch nicht als Algenblüte offensichtlich sichtbar ist, einem passieren kann. Ne? Also das mit Wasser abkochen als einzig mögliche Lösung, ist falsch, ist schlicht und ergreifend falsch, beziehungsweise eben nur an der Oberfläche gekratzt. Wenn du keine Ahnung hast, bist du mit Wasser abkochen besser dran als ohne, aber auch nur dann. Ne? Sobald du ein bisschen Ahnung hast, wäre es hilfreich, da noch ein paar andere Dinge zu lernen. Was ich auch sehr spannend finde, auf der nullten Seite sozusagen, gibt es einen Haftungsausschluss, den möchte ich kurz zitieren. Die in diesem Werk enthaltenen Informationen dienen zu Bildungs- und Unterhaltungszwecken. Unterhaltung vielleicht, Bildung, ja gut, ja, schon auch irgendwie ein bisschen, aber es werden alle Anstrengungen unternommen, um genaue, aktuelle, zuverlässige und vollständige Informationen zu liefern. Das, naja, es werden jedoch explizit keine rechtlichen, finanziellen, medizinischen oder professionellen Ratschläge erteilt. Ja, also du kriegst hier explizit keine wirklich verwertbare Information, sondern nur Zeug, das so ein bisschen zu Bildungs- und Unterhaltungszwecken dient. Und wir haben uns zwar angestrengt, dass das stimmt, aber wir sind ja keine Experten und dementsprechend können wir nicht garantieren, dass das stimmt. Das ist nämlich juristisch durchaus wichtig. Wenn ich zum Beispiel was zum Wald erzähle, ja, und ihr macht das dann bin ich ein Stück weit tatsächlich, weil ich Experte bin und auch so tue, als sei ich's,
ein Stück weit haftbar, wenn das, was ich erzählt habe, grober Unfug ist und nicht irgendwie durch Ironie gekennzeichnet oder als kleiner Gag verkauft oder sowas in die Richtung und man offensichtlich der Meinung sein könnte, dass ich das ernst meine, dass ich diese Empfehlung wirklich ausgesprochen habe. So, jetzt geht ihr hin und macht das und verletzt euch dabei oder futtert was, was giftig ist, weil ich gesagt habe, das ist lecker oder sowas in die Richtung, dann kann ich tatsächlich haftbar gemacht werden für groben Unsinn, den ich als eigentlich Experte, der ich ja sein sollte, da erzählt habe. Ja? Und damit das hier nicht passiert, falls hier grober Unsinn drin steht, hat man sich extra mal per Haftungsausschluss scheinbar da abgesichert, dass das, was drin steht, auf keinen Fall von einem Experten zum Gebiet geschrieben worden ist. Das macht meiner Meinung nach den Wert eines solchen Werks, schmälert das erheblich, dass man sich selbst den, zu wissen, wovon man da redet, Qualifikation selbst nicht zutraut. So in die Richtung. Ja? Also, ja, reicht an der Stelle. Ne? Auch die Orientierung, zum Beispiel diese alte bescheuerte Technik, um festzustellen, wo welche Himmelsrichtung ist, nämlich Nordwesten, beziehungsweise West, ja doch, Nordwest, West, West, Nord, sowas in die Richtung. Aus der Richtung ist die Hauptwindrichtung in Mitteleuropa. Das steht hier drin, irgendwo ganz versteckt, was eigentlich eine wichtige Info wäre, nachdem man vorher 17 Mal hört, dass man angeblich feststellen soll, aus welcher Richtung die Hauptwindrichtung ist. Und wenn man es dann mal festgestellt hat, dann kann man feststellen, dass die Hauptwindrichtung immer die ist, wo angeblich das Moos am Baum wächst. Und das ist Quatsch. Es gibt haufenweise Wälder, wo das Moos aus anderen Gründen auch auf der anderen Seite, auch auf der windabgewandten Seite oder auch völlig ganz, komplett überall am Stamm wächst. Sich also an dem Moos am Stamm zu orientieren, was die Hauptwindrichtung ist, ist einfach nur Quatsch. Das funktioniert bestenfalls in einem Drittel der Fälle und du weißt nie, ob du gerade im richtigen Drittel der Fälle momentan rumrennst und damit dich wirklich orientieren kannst. Ist also hochgradig oberflächlich, ja, dieser alte Tipp mit dem Moos an den Stämmen. Und davon abgesehen, was mich auch immer nervt, selbst wenn du weißt, wo Norden ist und mit der Uhrenmethode, mit dem Zeiger der Uhr auf die Sonne halten und dann irgendwie feststellen, wo ist Norden, wo ist Süden und den Rest kannst du dann ja ungefähr denken, was hilft dir das im Regelfall, wenn du dich irgendwo im Nirgendwo verlaufen hast? Jetzt weißt du, wo Norden ist, super. Wo das nächste Krankenhaus ist, weißt du deswegen trotzdem noch nicht. Du weißt auch nicht, ob die Straße nördlich oder südlich von dir liegt oder östlich oder westlich oder irgendwas dazwischen. Das hilft dir also im Zweifelsfall nicht wirklich weiter, schlicht und ergreifend nur die Himmelsrichtung festgestellt zu haben. Man muss, sollte also entsprechend auch schon wissen, was in der Himmelsrichtung zu finden ist, in die man sich da bewegen möchte. Ne? So. Also, das nur so ein paar Punkte, die mir besonders sauer aufgestoßen sind, an die ich mich gerade spontan erinnere, ist also kein so tolles Buch. Ja? Wie gesagt, hat man keine Ahnung, ist okay, aber vorher lieber ein paar von meinen Videos gucken. Bedanke mich, hatte das Bedürfnis, meine Buchbesprechung zu machen. Ich hoffe, es war vielleicht ein bisschen was dabei für ein paar von euch. Würde jetzt nicht alle interessieren, aber ja, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.